uns jetzt hier im Stallbüro, da wo meine tägliche Arbeit beginnt. Als allererstes schaue ich mir hier den Überwachungsbildschirm an, wo ich genau sehe die durchschnittliche Milchmenge der letzten 24 Stunden. Dann geht es weiter über die Melkdauer. Dann sehe ich, wie viel Kraftfutter hier verbraucht wird im Durchschnitt. Und ganz wichtig, die Melkstatistik, wie die täglichen Melkungen im Durchschnitt waren. Hier dran kann ich schon ganz gut sehen, dass, wenn das gleichbleibend ist, dass die Kühe sehr gut laufen. Dann geht es weiter zu der Melkwarteschlange. Da kann ich jetzt ganz genau sehen, welche Kühe zum Beispiel nicht so gelaufen sind. Hier haben wir ein paar rote. Das heißt, die sind überfällig, die sind länger als 12 Stunden nicht im Roboter gewesen. Für mich ist noch ganz ausschlaggebend die CoCheck. Die zeigt mir etwas über die Eutergesundheit und die Milchmenge. Hier haben wir zum Beispiel jetzt eine Kuh, die eine erhöhte Leitfähigkeit hat und wo die Milchmenge stark reduziert ist. Bei der ersten Brunst wurde die Kuh einmal besamt, ist aber nicht trächtig gewesen. Daraufhin gab es die zweite Brunst hier, die schon etwas besser aussah. Auf der Liste Besamungsvorschlag steht auch die Brunstqualität. Auf dem Überwachungsbildschirm haben wir die Repro-Listen liegen, die wir uns morgens immer anschauen. Einmal die Liste Abort, Anöstrie, Besamungsvorschlag für Lückel- und Gelbkörperzysten und die Trächtigkeitsliste. Hier sehen wir jetzt drei Kühe auf der Liste, die keine Brunstanzeichen haben. Da wird uns das Risiko angezeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für eine Anöstrie ist. Und der Computer macht uns dann den Vorschlag, dass wir diese Kühe behandeln. Ebenfalls wird uns angezeigt, wenn eine Kuh eine Follikelzyste oder eine Gelbkörperzyste hat. Auch hier wird vorgeschlagen, dass wir zum Beispiel mit auf Zünd starten. Wir haben neben den Standardlisten im Delpro auch noch ganz spezielle Listen, die auf uns abgestimmt sind, wie zum Beispiel die Repro-Listen. Hier hinterliegen sogenannte SOPs. Die SOPs zeigen uns die Vorschläge, was gemacht werden soll, wie zum Beispiel auf Zünd starten oder günstige Sperma einsetzen oder gute Sperma einsetzen. Ich arbeite sehr gern mit Delpro. Delpro ist ein sehr übersichtliches System. Man muss es allerdings mit Daten füttern, ansonsten gibt es auch keine guten Ergebnisse.